Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute so eine Absaugung fertigen. Die Absaugung besteht aus Plexiglas, genauer gesagt Polycarbonat, und wird wie üblich unter die Spindel montiert. Die Absaugung erfolgt direkt an der Spindel. Es ist wie ein Sandwich aufgebaut. Die Platten oben und unten haben eine Stärke von 6 mm, das Mittelstück ist 12 mm stark. Durch den schmalen Aufbau von 24 mm kann man das Werkzeug auch im eingebauten Zustand wechseln, wie man hier schön sehen kann. Ich verwende handelsübliche KG-Sauce. Das ermöglicht mir, wie man hier sehen kann, ein einfaches An- und Abstecken, um von Hand die Späne abzusaugen. Da der Fusion-Teil nichts Wildes ist, werden wir diesen Teil in einem Durchgang machen und gehen dann in die Fertigung. Bevor wir jetzt loslegen, würde ich ganz gerne noch aufs Material eingehen. Ich habe hier in meiner Excel-Liste einen neuen Reiter erstellt mit Material und hier lege ich Screenshots ab von Materialien, die mir besonders gut gefallen, wie zum Beispiel diese Kupferplatine oder wie hier verwendet diese Polycarbonatplatten. Ich muss dazu sagen, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was für Materialien ich verwende, was für einen Schmierstoff, was für Vorschübe und so weiter. Das Problem ist einfach, es gibt zig Arten. Es gibt Acrylglas, gegossenes, extrudiertes, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten. Und diese Polycarbonatplatten lassen sich wirklich hervorragend zersparen. Als Schmierstoff benutze ich überhaupt nichts, nur Luft, also kein Spiritus, gar nichts. Und verwende, auch hier in dem Video, sogar einen Zweischneider, obwohl man ja eigentlich nur einen Einschneider verwenden sollte. Also wirklich tolles Material. Und nein, es ist keine Schleichwerbung. Der Lieferant kennt mich gar nicht und weiß auch gar nicht, dass ich gerade Werbung für ihn mache. Okay. Da wir die Excel-Liste eh schon offen haben, machen wir gleich weiter und berechnen das Ganze. Zum Einsatz kommt nur ein Werkzeug, ein Schaftfräser 3,175 Zweischneider von der Firma Haase. Genau, Weichkunststoff verwende ich. Hier gebe ich hier den Durchmesser an, die Zähne und abgelesen aus der Tabelle. Die zwei Werte hier sind unverändert, die lasse ich ihm einfach so stehen. Und wir fräsen in einer Vollnut. Das heißt, wir tauchen von oben ins Material ein und sind logisch in einer Vollnut. Hier noch mein Faktor für meine Maschine. Und dann spuckt Excel diese drei Werte aus, die ich eins zu eins übernommen habe. Die passen übrigens perfekt. Nur in der Tiefenzustellung hat Excel 1,6 mm vorgeschlagen. Und da ich einfach ein bisschen Bammel gehabt, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Und deswegen runter auf 0,75. So rückblickend muss ich sagen, hätte es vielleicht doch mit 1,6 mm funktioniert. Naja, sei es drum, machen wir weiter mit Fusion. Ich muss dazu sagen, auf den CAD-Teil möchte ich nicht eingehen, denn es handelt sich hierbei um ein paar Rechtecke und ein paar Kreise. Das würde das Video nur unnötig in die Länge ziehen. Deswegen starten wir jetzt gleich mit dem Kammteil. Und der gliedert sich in zwei Teile. Einmal in ein Setup für 6 mm Stücke und für das 12 mm starke Mittelstück. Dafür habe ich zwei Setups angelegt. Und wir starten jetzt mal mit dem ersten Setup. Hier mit der ersten Operation, die Tasche, Schraubkopf, Schrupp. Die Vorschiebe stammen aus der Excel-Liste. Hier ist das Werkzeug, ein Zweischneider, achso genau, Fischgeometrie, habe ich vergessen zu erwähnen, von der Firma Haase. Ein Achtel Zoll. Als Geometrie habe ich hier diese Flächen ausgewählt. Bei den Endhöhen habe ich nichts gemacht. Bei den Durchgängen habe ich, wie gesagt, hier auf 0,75 mm reduziert und habe gleichmäßige Tiefenzustellung verwendet. Dann habe ich ein Rohteilaufmaß hinzugefügt von 0,1 mm. Das heißt, ich bleibe axial, das heißt hier vom Boden 0,1 mm weg und radial 0,1 mm von der Wand weg. Und habe noch einen Glättungsfilter reingemacht. Hier habe ich die Einfahrt weggenommen, meine ich, und die Spirale hinzugefügt, wenn das nicht schon standardmäßig drin war. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Habe dann diese Operation genommen und dupliziert. Unverändert. Habe hier genauso unverändert alles. Unverändert. Und Durchgänge habe ich die Tiefenschnitte rausgenommen und auch das Rohteilaufmaß. Und jetzt will ich einfach, dass die 0,1 mm sauber weggenommen werden. Bei der Einfahrt habe ich einen Haken gesetzt und habe gesagt, bei der Einfahrt und bei der Materialeinfahrt habe ich gesagt, eintauchen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja, als nächstes habe ich
das hier wieder dupliziert und habe einfach nur als Geometrie diese Kringel ausgewählt, genau diesen hier. Ansonsten alles unverändert. Deswegen gehe ich nicht drauf ein, machen wir gleich weiter. Wieder ein Schrubb, und zwar die Kontur für das KG-Rohr. Das öffnen wir jetzt mal. Selbe Werkzeug, selber Vorschub. Als Geometrie habe ich diesen Kreis ausgewählt. Als Endhöhe sage ich 0,2 mm, also darf 0,2 mm in die Opferplatte fahren. Bei den Tiefenschnitten sage ich wieder 0,75, habe ich ja gesagt, da war ich ein bisschen etwas zu vorsichtig. Habe wieder hier die gleichmäßige Tiefenzustellung verwendet, das mache ich eigentlich immer. Und sage hier radial-axial wieder 0,2 mm, oh Verzeihung, nur radial, 0,2 mm. Und ein Glättungsfilter. Genau, und hier meine ich, habe ich wieder nichts verändert. Und wenn doch, könnt ihr es einfach ablesen. Das sieht dann so aus. Als nächstes mache ich wieder einen Schrubb, eine Schrubboperation für die 43 mm, also Spindelöffnung, nenne ich es jetzt mal. Ich mache das mit Absicht so, damit ich noch genug Zeit habe, dieses Mittelstück mit dem Schraubenzieher rauszuheben. Aber das kann man später im Video schön sehen. Ja. Das ist einfach dupliziert und einfach die Geometrie nur geändert, deswegen gehe ich nicht drauf ein. Als nächstes die Geometrie, wieder ein Schlichtdurchgang, also nach diesem Schrubb folgt dieser Schlichtdurchgang. Wie bei den Schraubenköpfen habe ich einfach die Tiefenzuschnitte und das rote Laufmaß weggenommen, sonst nichts. Dasselbe hier. Kommen wir zum Zirkularfräsen. Ich brauche hier eine Stufe. Der Deckel von meinem KG-Rohr hat hier so einen Kragen und der soll hier schön reinfassen. Gehalten wird dieser Deckel dann später von diesem Mittelstück. Der verhindert, dass der Deckel hier nach oben wieder rausfällt. Wir öffnen es gerade mal. Alles unverändert. Als Geometrie habe ich diese Wand hier ausgewählt. Weil es ja ein Schrubbdurchgang ist, haben wir ein Rohteilaufmaß von 0,1 mm radial hinzugefügt. Als Tiefenschnitt sage ich 0,75 und die gleichmäßige Tiefenzustellung. Ich habe hier eine lineare Ein-Ausfahrbewegung von 5 mm angegeben. Ich wollte mal sehen, wie hier das an der Seite schön Sand fährt und Runde für Runde wieder wegnimmt. Okay, das sieht dann so aus. Wir machen dann noch einen Schlichtdurchgang. Dann müssen wir das Ganze natürlich noch ausschneiden. Das machen wir mit dieser Kontur hier. Haltestege verwende ich nicht. Denn ich klebe das Rohteil mit doppelseitigem Klebeband an den Boden und mir reicht die Klebekraft. Wir öffnen es gerade mal. Wieder alles unverändert. Als Geometrie habe ich diese zwei Konturen ausgewählt. Endhöhe sage ich minus 0,2 mm, das heißt, er darf 2 Zehntel in die Opferplatte fahren. Gebe hier wieder die Tiefenschnitte an von 0,75 bei gleichmäßiger Tiefenzustellung. Und sage ein Glättungsfilter. Und hier habe ich das reduziert auf 0,1 mm, damit der Fräser hier nicht so stark ins Material fährt. Und das soll es gewesen sein. Machen wir weiter mit dem zweiten Setup. Bei dem zweiten Setup müssen wir nicht ganz so viel machen. Wir haben hier wieder diese Tasche, die habe ich 1:1 kopiert von hier oben. Deswegen gehe ich nicht drauf ein. Als nächstes eine Kontur. Kontur Innenschrubb habe ich es genannt. Auch hier wieder völlig identisch zu dem. Das habe ich einfach kopiert. Ein Schrubb, ein Schlichtgang. Und wieder das Ausschneiden. Das wieder völlig identisch zu dem hier ist. Das war's auch schon. Und jetzt gehen wir in die Fertigung und schauen uns das Ganze mal an.